Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind ja schon mit unserer kleinen Tour bei Neutronen, Sterneweise Zwerge fertig, denn wir haben wieder ein paar Elektrika-Proben im Sack. Das ist schon mal gut. Können wir da, oder die Rihanna kann da wieder einiges an Likör herstellen. Das ist ausreichend. Und wir machen uns einfach mal weiter auf den Weg. Und Carrier hat auch nochmal einen Sprung gemacht. Und ja, ich habe jetzt Instagram, also Bookmark angelegt, ungefähr auf Höhe vom Carrier. Also Position, Höhe, ne? Die ist natürlich unterschiedlich. Da werden wir hinfliegen. Dann geht es nach unten zum Carrier. Ich glaube, den müssen wir auch auftragen dann. Ja, aber wir sind gerade auf dem Weg zu einem roten Riesen. Der war noch in der Nähe. Wir müssen uns jetzt halt mal so ein bisschen vorantasten, was es hier Schönes gibt. Immer ein bisschen was raussuchen. Nur so peu à peu hinspringen. Ja, wir sind jetzt halt aus der richtig geile Region weg, wo du alle 3,5 Jahre Riesestern findest. Gut, ein bisschen Abwechslung hat noch keinem geschadet. Genau, kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Wird bestimmt spannend. Muss man halt was anderes suchen. Und positiv ist natürlich, dann wäre auch plötzlich rote Riesen wieder interessant. Wenn das so die einzige Abwechslung einer Riesensterne ist, die man so findet, dann sind die natürlich auch gerne genommen. So ist es ja nett. Ja. Hier hat was geblinkt. Argon. 85.000 Lichtsekunden oder 86.000. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. So, da war doch noch irgendwas, oder? Doch, da war noch was. Immer noch was. Kionos, ja, 30 Objekte hier im System. Was man auch irgendwann nur machen könnte, wäre eine SAV-Tour, so ganz oldschool, auf einem Planet ohne irgendwas, ohne Atmosphäre, möglichst plan, vielleicht mit Arsen oder so, und einfach mal nur eine Folge lang da rumbrettere, wie früher. Haben wir auch schon ewig nie gemacht. Das wäre nur so eine Sache. Naja, muss ich einfach mal die Augen aufhalten. Aber nicht heute. So, wir gucken einfach hier mal drüber. Ja, Kohlendioxid 3. Irgendwie reizt mich das gar nicht. Ach, wo, das da müsste man eigentlich gucken. Kohlendioxid 2. Das ist so... Moment. Ah, felsige. Nee, nee. Da findet man das nicht. Finden wir das nicht. Glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass man, ja, mir bräuchte sowas. Dann wäre Kohlendioxid 2 wäre sehr interessant. Weil dann hätte man die Chance auf Stratum Tektonik. Also bei Felsige, das ist wahrscheinlich nur dieses Paläas. Nein, Moment, da wollte ich doch nicht hin. Planänderung. Wir fliegen weiter. Ja, weit genug vom Stern weg. Ist okay. Ansonsten, ich habe jetzt den Plan fertig gefasst. Möchte, wann war es letzte Folge, vorletzte Folge drüber schwadroniert haben, dass ich das System neu mache. Der Plan steht jetzt am Mittwochabend. Oh, also aus eurer Sicht. Was? Der ist entdeckt? Aus eurer Sicht wahrscheinlich morgen, dass das kommt. Nee, heute? Keine Ahnung. Wann ist denn die Folge? Ich weiß nicht. auf jeden Fall. Muss? Hallo? Uns? Mir? What? Wie ich rückwärts oder was?
fliehe ich rückwärts? Nee, das ist eigentlich die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung. Okay, Zufall. Da waren wir irgendwie schon mal hier vorbeikommen. Okay. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Ein orangener Riese. Nehmen wir doch den. Machen wir es einfach so. Genau, bei mir ist ja, Sonntagabend. Noch 3 Tage zu arbeiten. Und das trifft sich dann relativ gut. Dann kann ich am Mittwoch nach dem Feierabend, beziehungsweise Mittwoch auf unserer Messe, Tabula Rasa machen. Ich habe schon eifrig Backups gemacht, Sache notiert. Und dann wird auf Xubuntu 23.10 abgedatet. Und von dem sollte ich dann nächstes Jahr im April, naja, warte mal noch prophylaktisch in 10 Monate, recht bequem auf 24.04 upgraden können, weil das wieder Long-Term-Support ist. Das wäre schon cool. Aber ich hatte irgendwann, das ist schon länger her, hatte ich auch mal so eine Zwischenversion drauf von Ubuntu, die hat eigentlich relativ gut funktioniert sogar. Die hatte ich relativ lang drauf. Genau, das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch schon irgendwie so ein bisschen drauf. Also alles neue Python-Versionen, neue Versionen von Programmen. Das ist ja immer spannend, finde ich mal. Freue ich mich schon so ein bisschen. Und dann ist ja auch Urlaub. Da ist das alles so ein bisschen entspannter. Genau, sprich muss ich gucken, dass ich ein paar Folge... Was ich so wie im Voraus brauche ich gar nicht. Am Donnerstag kann ich dann schon wieder aufnehmen. Das ist ja nur System-Update. Ich meine, ich muss ja nur immer die ganze Spiele nochmal neu runterladen. Das ist ja alles da. Das ist ja. Das passt ja. Wo du nur auf Spielen klicke und gut ist. Das ist das Praktische. Ja, genau. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Müsste eigentlich, wenn nicht, habe ich genug Zeit für das bis am Samstag auszuklappustern. Das passt. Lege ich einfach mal fest. So. Materialquelle Arsen 2,7%. Aha. Ist das schon so ein Planet? Naja. Aber ich glaube irgendwie, wenn ich auf die Prozentzahl geachtet habe, bei Arsen habe ich nie so viel gefunden, wie wenn ich nicht drauf geachtet habe. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen wegfliegen. Bis jetzt ist nichts Interessantes aufgetaucht. Gehen wir einfach mal an dem vorbei. Das war, glaube ich, das Problem. Oh, cool. Guckt euch das mal an. Das ist doch... Oh. Das sieht man doch sehr gerne. Das ist doch schon direktes Thumbnail-Material. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das immer wieder cool, diese Protuberanze hier. Schönes Ding, schönes Ding. Ja, dann mach halt Fuel Scoop an, ist auch okay. Ja, aber noch genug im Tank, das passt. So, das war es auch schon. So, ein orangener Riese mit 36 Sonnenradio. Okay.
Nee, da ist sonst nichts interessant. Na, Orbit, so Mond, Mond. Was werden mit viel Arsen? Guck mal, gar nicht groß. Quecksilber, Zinn, Antimon, Zirconium. Ja, irgendwie sowas, wenn man das dann nächstes Mal finde. Oder beziehungsweise, das heißt, wenn man das finde, ich plane das heuer vor, dann passt das schon mal besser mit mir zu müssen, weil du wärst schon niemand sowas findest. Okay, jetzt brauchen wir zuerst einmal, ja, das da brauchen wir einen Blick, das ist CN-Stern, das ist das letzte, was ist das letzte Ziel, das ist erstmal ein Ziel. Der Carrier ist dann irgendwann dorthin unten drunter. Und wir gucken jetzt erstmal, ob man da irgendwas finde. Und da haben wir doch schon was. Ein roter Riese, der ist ein bisschen kleiner, der da, aber so, springen wir einfach mal an, oder? Dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon zwei Riesensterne, können wir auch ein paar mehr mitnehmen. Ja, genaue Pläne, was man im Stream mache, gibt es nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwas auf dem Programm steht. Wir machen Exploring nach. Ja, genau. Weiterfliege, explore. Gucke, was man finde. Wahrscheinlich muss ich mich darauf einstellen, dass Mr. Franklin auf die eine oder andere Weise wieder killt. Mal gucken. Späßchen. Ja, mehr gucke einfach, dass mal ein bisschen Strecke mache. Natürlich interessante Sache angucke. Versteht sich von selbst. Blümchen sammeln. Keine Ahnung, irgendwas wird uns Info, irgendwas werden wir mal finden. Wir haben bis jetzt immer was gefunden, das passt schon. Zur Not hocken wir uns einfach in die Bahn, bis auf uns. Na, okay. Rotriesen, 30 Sonnenradien. Okay, das war auch ein M4. Das ist nicht ganz so groß. Was bist du? T-Tauri. Oh, da und da. M42, M13. Das ist doch der Unterschied. Fangen wir einfach hier mal an, oder? M4 römisch 3. Der dürfte auch nicht so groß sein. Was ist denn das so eigentlich für einer? Ah, sehe ich schon neben meinem Programm, aber damit ihr es auch seht, M43. Ah, okay, gut, das ist auch wieder ein kleiner, wo man jetzt hinfliegt. Ja. Wenn das hier die Besonderheiten sind, dann sind wir doch richtig. Okay, Kleinkram ist weg und der B-Stern ist nichts, also nichts von Interesse, so vorerst mal.
Okay, wir hätten einen nahen Orbit hier. Das war nicht so weit weg. Was haben wir jetzt erstmal hier? 30 Sonnenradio, okay. Methanreich, interessant. Ja, gibt es hier irgendwas Interessantes? Molybdän, brauchen wir nicht. Germanium, weiß ich gar nicht. Mir hätte die Option hierzulande. Weil naher Orbit. So, machen wir, oder? Das ist nicht zu weit weg. Das können wir machen. Ja, wie gesagt, der Nebel dahinter, den nehmen wir ja schon auf dem Rückweg mit. Also wenn wir da zum Great Annihilator fliegen. Aber das dauert noch ein bisschen, noch nicht immer im Trojanbelt angekommen. Das dauert auch noch ein bisschen. Weil in Blasen hat einfach ein paar Meter. Beziehungsweise ein paar Lichtjahre. Und ich will hier auch nicht durchrushen. Ich kann das nicht, wenn irgendwas das scannen ist, muss ich das halt scannen. Ihr kennt das. Und wenn wir dann mal im Trojanbelt sind, will ich auch nicht gleich nur 3 Wochen da weg. Insofern, und trotzdem haben wir, lassen wir uns Zeit. Muss das genießen, wenn ich mal in einen neuen Sektor komme. Das ist nicht allzu oft. Ja, das ist doch schon einigermaßen nah dran. Das ist doch nicht zu schlecht. Die Temperatur dürfte auch relativ hoch sein. Wir gucken es uns mal an. Vielleicht sollten wir schon mal einen. Schon mal Bildschirmfoto machen. Keine Ahnung, wie viel gehen wir an? Wir gehen auf Nummer sicher. Haha, wir gehen auf Nummer sicher. Ja, wunderbar. Moment, da bisschen Vortrieb brauchen wir noch. So dicht an der Terminator wollen wir nicht. Das ist die Tag-Nacht-Grenze. Wieso haben die das nur Roboter benannt? Keine Ahnung. Macht ihr irgendwas kaputt? Dunkelheit macht Licht kaputt oder umgekehrt. Ja, könnte man eventuell noch ein bisschen nach vorne, so hinter dem Krater da. Bisschen weiter. Ja, leider knipsen wir da unten vom Rande bis hier ab vom Stern. Es sei denn, wir würden jetzt das hier machen. Die Höhe gewinne oder beziehungsweise dass der Stern noch ein bisschen am Horizont steigen kann. Ich denke, das reicht, oder? Machen wir kurz auf Prozess hier. Das ist okay. Ja, wenn ohne ein bisschen was fehlt, ist auch gut. Ich denke, so haben wir einen schönen Blick. Auf jeden Fall, oder?
Ja, ein bisschen abgeknipst ist, aber das passt eigentlich. 1,3G. Was soll schon passieren? Hust, hust. So, dass ich erstmal einen Landeplatz suche. Der Hunde ist okay. Ja, doch ein bisschen mehr abgeknipst, aber ich denke, der Blick ist immer noch richtig schön. Auf jeden Fall ist das schön. So. Ja, problematische Temperaturen, das dachte ich mir schon. Licht brauchen wir auf keinen Fall. Dünnes Signal, so ein bisschen weit weg, da fahren wir jetzt nicht unbedingt hin. Hinne ist was. Könnte man mal. Nee, das ist das unser Raumschiff, die Störsignale davon oder. Nee, da hinten ist was. So scheint es. Dann können wir mal gucken, oder? Ja, ja. Das, die Zeit nehmen wir uns noch. Eventuell sollten wir drum rumfahren. Das ist vielleicht besser. Gucken, ob das klappt. Da sieht man nichts vom Schatten. Okay. Upsa. Oh, wir haben hier. Wir haben hier Dings. Dingens. Kirchensignale. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist hier nett. Das ist hier sehr nett. Was haben wir da jetzt abgeschossen? Molybdän. Oh, mein Gott. Aber das macht doch noch bestimmt ein schöneres Bild. Silikatdampfgasschlot. Interessant. So, wir holen uns dann jetzt auch noch die Erstbetretung. Und ich schmelze mal nicht direkt weg. Nee, hier sind noch relativ Pflegele. Nee, doch nicht. Ich habe nur auf die 100% Nähe dran geguckt. Hier ist doch nicht pflegeleicht. Da habe ich doch jetzt noch eine bessere Idee. Wir gucken mal, ob wir das so ungefähr hinkriegen, wenn ich mir das vorstelle. So irgendwie. ja, Stanley Kubrick wäre stolz auf so eine Einstellung. So, dann würde ich sagen, sehr schönes Ding noch gefunden. Passt doch. Dann können wir wieder
zum Raumschiff zurück. Irgendwie. Einfach hier drüber. Upsa. Ja, das ging relativ gut. So, ja. Dann würde ich sagen, kann ich euch auch mit einer schönen Kameraeinstellung noch quasi entlassen. Genau. Ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.